kann man immer sehen. Passt. Hallo? Sie müssen Ihr Gesicht nicht verstecken. Warum? Ich hab Sie schon gesehen. Sie sehen aus wie ein Zahner. Und du siehst aus, als hättest du deine Haare bei Memo geschnitten. Ich hab freshen Haircut, Junge. Hallo, kann ich einreisen? Ja, könntest du erstmal eine Stimmverzerrung machen? Ich hab keine Stimmverzerrer. Doch, was willst du sagen? Nein, ich hab keine Stimmverzerrer. Ich kann gerne Discord meine Nummer dir geben, dann können wir gerne telefonieren, dann hörst du, dass das meine Stimme ist. Was ist denn Discord, der Herr? Er sagt doch Stimmverzerrer. Wir sind doch jetzt OC. Okay, ja, okay, dann wartet mal hier. Hört sich das echt so an? Warum sagen das so viele Leute? Ja, das ist so, dass du Stimmverzerrer benutzt. Ich benutze keins. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, ne, ob du das jetzt benutzt oder nicht. Ich verspreche dir, dass ich keins benutze. Bruder, ja, das kann jeder sagen, deswegen... Warum soll ich einen benutzen? Das macht doch keinen Sinn, was soll ich damit? Bruder, ich weiß selber nicht, Bruder, deswegen... Ich hab keinen. Warum soll ich lieben? Bruder, es gibt viele Leute, die das so sagen, aber egal, Bruder. Ja. Ich bin gleich für euch da. Okay. Ey? Ja? Hast du dir das Regelwerk durchgelesen? Na klar. Kannst du alles? Ja, ich kann alles. Wallah, ich hab gar nichts gemacht. Kein Bock. Ja? So, wer ist der Nächste? Er kann vor. Ja, ich bin dran. Ja, ein Moment bitte. So, ein Kollege wird jetzt kommen. Okay. Und der wird sich um sie kümmern, okay? Up, Homies. Jo. How are you doing? Was geht, Homie? Was geht? Ich würde mich gerne... Einreisen? Ja. Sie sind sehr nett, wie es aussieht. Ja. Weil sie Detlef heißen. Danke dir. Kein Problem. Setzen Sie sich ruhig. Ich stehe, alles gut. So. Wann dein Flug? Ganz angenehm. Das freut mich zu hören. Haben Sie hier Freunde oder Familie? Tatsächlich ja, ich habe hier drei Cousins. Viel Spaß. Danke. Wünsche schönen Abend. Viel Spaß. Prost dann. Ja, der hat mich hier eingereist. Ich habe drei Cousins, warum? Komisch. Ich glaube, die haben hier irgendwas, dass man einreisen soll direkt. Wenn man irgendwas sagt, dass man Leute hier hat. Ach verdammt. So 100.000, ja. Okay. 50.000. Hallo, Bro? Oh, kannst du mir Geld geben? Kannst du mir Geld geben, Bruder? Hast du Geld für mich? Hallo, ich rede mit dir. Boah, was denn, ja? Hast du Geld? Nee. Bitte. Nee, Bruder. Gib mir deine 50 Euro. Ich hab gar kein Geld mehr. Kacke. Das ist ja was richtig am Bruder, Alter. Bro, hast du ein bisschen Geld für mich? Hast du ein bisschen Geld für mich? Hallo? Hast du ein bisschen Geld für mich, bitte? Ich hab gar nichts. Bitte, eine Waffe, Geld. Ich hab gar nichts, beides nein. Komm, bitte, mach kein Mies. Ich will, ich hab nichts, Bruder, was soll ich tun? Bitte, Bro. Ja, und was soll ich denn tun, hä? Was soll ich denn mir das Geld geben? Gib mir Geld, du hast eh Geld. Ich hab kein Geld, ich bin doch selber neu. Krieg ich dann dein Bike, bitte? Nein. Wenn ich damit fahren darf, gebe ich dir 20.000. Nee. 50.000. Vielen Dank, ja. Und Kind. Lass mich mal damit fahren, du fährst das doch eh nicht. Lass mich damit wenigstens fahren. Ach du Dreckskind, du. Was bin ich? Dreckskind. Na gut, nimm halt. Echt? Ja, mach auf. Mach doch auf. Pisse, du, mach auf. Kleines Kind. Ja, voll. Deine Mutter wird durchgeführt gerade. Die kleine Sch. Die kleine Sch. Die Dorfmatratze. Der wird's gerade besorgt. Okay. Okay? Der wird's gerade richtig besorgt. Ja, okay. Bin ich mit einfach. Ja. Ist aber gut so. So ein Verständnis. Und dann im Land, der hört sich an wie 5. Der hat sich irgendwie neu geboren. Na, hab ich nur gerade durchtrennt. So, Kind. Dreckskind, du. Ey, Bro. Kannst du mir ein bisschen Geld geben? Hä? Bro, ein bisschen Geld für mich? Nee. Bitte. Leider nicht, sorry. Ach, komm schon. Ich brauche nur ein bisschen. Komm schon. War übrigens ein Auto? Nee, tut mir leid. Ist er. Selber. Ja, du auch. War nicht. Penner, ihr zwei, beide Penner, bläst euch gegen das eine, wa? Bläst euch gegen das Auto eine, wa? Und? Nuckelt ihr euch gegenseitig eine? Ich hoffe, ihr vergisst nicht. Was macht deine Mutter? Ich hoffe, ihr vergisst nicht abzuschlucken. Habt ihr Bock drauf, war ich zu schlucken? Ihr Schlucker hier. Vergiss nicht zu schlucken, du Hund. Ja, deine Mutter hat sich auch überschluckt. Alter, du, was ist denn mit dir, Alter? Halt nur mal die Klappe. Halt du deine Fresse und verpiss dich. Blas mal weiter. Hast du nichts Besseres bekommen? Hast du nichts Besseres bekommen? Ich verschwinde einfach. Hast du nichts Besseres bekommen? Fahr bitte weiter. Blas mal weiter, hast du nichts Besseres bekommen? Ja, lutsch weiter, den 2 cm Kopf. Lutsch weiter. Was? Du kleine Dorfmatratze, du. Du kleine Sch. So, bin eingereist. Komm mit dem Back. Ja, was eine Kack-Einreise, hab auch gesagt. Ich hab 3 Cousins, der hat mich auch eingereist. Boah, wir brauchen hier eine Waffe, hier können wir richtig gut Action machen. Richtige Autos. Ja, du kleines Dreckskind.
Du bist ein kleines Kind. Hast deine Hausaufgaben fertig, du Kind, du. Du Dreckskind. Ein Dreckskind bist du. Kleines Kind, du. Kleines Pisskind. Pisskind bist du, ein Pisskind. Wuhu! Was geht, Holmes? Nicht viel. Hast du Geld für mich? Ey, was soll das? Was überfährst du? Was soll das? Geht gut. Ey, was soll das denn hier? Hör auf. Ey, du hast du schon geschluckt? Mann, verpiss dich, du kleines Kind, ey. Hast du schon geschluckt? Wolltest du dich denn freilassen? Irgendwo in der Psychiatrie oder was? Hast du schon geschluckt? Ja, nix mit ein paar Erdbeeren. Guck mal, wie du aussiehst, Alter. Sieht so kacke aus. Mann, verpiss dich, du kleines Gör, du. Alter, guck mal, wie du aussiehst. Sieht aus wie eine Vogelscheuche. Guck dich mal an. Ich brauch keine Maske tragen. Du aber wahrscheinlich. Alter, bist du hässlich. Ja, das sagt der Richtige, du kleine Du hässlich! Gott, bist einfach. Du ugly! Ugly! Da bin ich ja schon reif als der. Alter! Ja, den haben sie irgendwo freigelassen. Ugly, bist du ugly! Okay, woanders heulen, kleines Kind. Was ist denn los? Warum ist denn sauer, Junge? Ja, klau den Roller, das war noch anders, kannst du sowieso nicht fahren, Junge. Alter! Oh, du bist ja so wohlhabend, ne? Du kleine Dorfmatratze, du. Oh, no, halt die Fresse. Oh, da hast du ja geblowt? Ey, du Dreckskind, komm, steig ein. Lass nicht Roller, der wird nochmal vorleben. Nee. Ich brauch noch ein bisschen Geld. Was ein Opfer. Den müssen wir auch für abknallen. Aber wir brauchen Geld. Gib mir mal alles, was du hast. So, komm. Ja, komm, gib mal 1000. Nimm mal. Du hast. Ist doch eh nicht offen, Mann. Hör auf mich zu verarschen. Ja, Mann, verprügel den. Ja, verprügel den. Jawohl, Alter, hast du gut gemacht. Oh, sorry. Boah, hat er so verdient, Alter. Hat das Ganze versucht umzubringen. Die Cops, hau ab! Komm, hau ab! Alter, die wollen einfach schießen, Alter, diese Opfer. Machen wir nur falls quit. Ja, ich quitte, Alter, kein Bock auf die Scheiße. Ich mach meine Maske, mein Ding weg, mein Oberteil. Schwierig, ja, ne? Sind die immer noch dort? Nein, ich sehe hier keinen. Die sind weggefahren. Ich brauch Geld, Bruder, 1000 Dollar! Ey, Bro, hast du ein bisschen Geld für mich? Ne. Ach, komm bitte. Okay, gib deinen Roller. Ja. Okay, komm, ich geb dir. Dann lass mich einstellen, ja, Hund. Hallo, wie geht's? Hallo? Wie geht's dir? Was denn der hier? Wie geht's? Mir geht's gut. Hast du ein bisschen Geld für mich? Nee, hab ich nicht. Bitte? Nee. Warum nicht? Nur 1000 Dollar? Nee. Nur 1000? Nein. Warum nicht? Weil ich nichts habe dafür. Ich geb deine Hose dafür. Ja, hallo? Hallo, bitte? Mein Mann habe ich immer noch nicht wiedergefunden. Ich bin immer noch am Würfelpark. Der ist durchgebrannt, hat keine Lust mehr auf dich. Gib mir ein bisschen Geld. Hallo, bitte? Bisschen Geld? Nein, sie kriegen kein Geld von mir. Weg jetzt hier. Bitte, bisschen Geld? Nein. Na, du Sch***, hä? Was, fühlt sich jetzt cool, oder? Ja, du kleine Sch***, hab ich verarscht, ja? Ja, natürlich, du mit deinem 2 IQ ist gar nichts. Du bist Sch***, du bist dumm wie Sch***. Ja, guck dich an, dann weißt du, wer dumm wie Sch***. Was ist denn los mit deinem Mann? Ist abgehauen, der kein Bock mehr auf dich war. Na, träum weiter. Du bist so hässlich. Komm, wie hässlich du bist. Guck dich mal an. Musst du mir was kompensieren oder was? Du Hässlige? Verschwinde einfach. Hässlich! Ja, geh jetzt bei Mama heulen. Oh, will es dir keiner besorgen? Oh, geh doch woanders heulen, Junge. Das ist ja ärgerlich. Geh zurück zu deiner Mama und lass mich in Ruhe, kleines Kind. Keiner möchte es dir besorgen. Oh, wie schade. Keiner will es dir besorgen. Keiner hat Lust, dir es zu besorgen, weil du hässlich bist. Mann, du kleines Kachi. Kachi, guck mal in den Spiel, dann siehst du eine Kachi. Aber eine Kachi, der jetzt keiner besorgen will. Ey, yo, hast du Geld? Oh, was geht? Also, du bist. Was ist das denn, der Schrottkiste? Hast du Geld? Nein, aber ich hab 650 auf Konto. Ja, hab ich auch bekommen. Dann hast du doch deine 1000. Was ist eigentlich dieses Dreckskind? Das hast du noch nicht. Der ist tot, nee, der hat gequittet. Ey, Berlin ist ja richtig kacke. Geil, Alter, nun endlich. Geil. Und der Dorfmatratze kommt sich keiner holen. Hahaha, zu hässlich, wa? Bist du zu hässlich, wa? Gott, bist du krank. Hässlich? Homie, gib mal Auto, yo. Über da. Geiles Auto. Ein LKW. Abziehen. Der ist richtig gefangen. Einmal bitte rechts ranfahren. Hier ist das FBI. Einmal bitte rechts ranfahren. Allgemeine FBI. Verkehrskontrolle. Einmal rechts ranfahren. Allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal bitte aus dem Fahrzeug treten. Einmal bitte hier zum Bürgersteig, ja? Alles klar. Haben Sie scharfe Gegenstände, wo wir uns verletzen könnten? Nee, haben wir nicht. Waffen? Nee, haben wir auch nicht. Hm? Dann haben wir bitte zu Schwarzgeld dabei? Auch nix. Normales Geld dabei? Ja, 100...
6.150. Okay. Können Sie mir einmal die Personalien geben und einmal den Führerschein? Ja, das kriegen wir hin. In der Zwischenzeit überprüfe ich mal das Fahrzeug. Der Hernando Costa. Ja. 1,89 geboren am 3.12.1900? So alt schon? 123 Jahre alt? Ja. Nee, da gab es Probleme bei der Einreise bei mir. Oh, ich verstehe. Okay, das passt soweit. Dann können Sie weiterfahren, ja? Alles klar, danke. Dann einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Kollege, steig ein. Moment. Was ist denn los? Ah, perfekt. Ja, er muss noch sein Bußgeld zahlen. Was denn für ein Bußgeld? Ja, hinten ist ja ein Licht kaputt. Habe ich gerade mitbekommen. Ah, ich verstehe. Was war das Bußgeld? 3.000. Gib's ihm zurück, der Arme haben wir da genug. Moment, das ist ein Missverständnis. Wir bekommen das Geld natürlich wieder, ja? Ach so, okay, alles klar. Wie viel war das? 3.000 habe ich gerade gezahlt. Die mal 3.000. Haben Sie bekommen? Ja, haben wir. Okay, noch einen schönen Tag, ja? Danke Ihnen auch. Ciao, ciao. Und du? So, was ziehst du denn ab? Der arme Jan, das ist irgendein Rentner, der war voll korrekt, aber wir ziehen keine Leute ab, die es nicht verdienen. Der ist doch, ich habe mir doch gar nicht abgezogen, der sagt, der Busgeld. Das ist der Optimum. Nur die, die es verdienen, gefangene Idioten. Das war irgendein Rentner, der einfach ein bisschen zocken wollte. Alter, was seid ihr denn für Opfer? Ach du Kacke, wie peinlich! Peinlich! Alter, was eine gequillte Kacke. Homie, warum habt ihr meinen Kollegen abgezogen? Könnt ihr was einmal sagen? Warum ziehst du meinen Kollegen ab? Hä? Warum ziehst du meinen Kollegen ab? Jetzt redest du. Mit dir? Warum ziehst du meinen Kollegen ab? Junge, ich hab hier niemanden abgezogen. Ja, ist auch ein Zufall, dass du genau das gleiche anhast wie derjenige, der meinen Kollegen abgezogen hat, oder? Versuchst du hier gerade mein Auto zu klauen, oder was? Du steigst jetzt sofort bei mir ein, ja? Ansonsten wäre ich unangenehm. Sonst was? Nimm ihn Huckepack und steig ein. Lass mich runter. Halt die... Ey? Mach schon, du Zopf, Dicker. Was ist los? Dicker, du hässliche du. Ja, du Knappe, Dicker. Das ist so. Steig ein. Nein, pack den. Ach Gott, der hat ja eine richtige Rückwärtsleitung. Ja, gemacht. Der hat mir schon angefangen. Okay, steig ein. Dann viel Spaß beim Bodenküssen, ihr Loser. Und? Schmatz auf Bordstein, glaube ich. Ich hoffe, der Schmatz auf dem Bordstein schmeckt euch. Aber man hat die gelegt, Alter. Ist das eine Fraktion? Sieht so aus. Aus dem Weg, du Loser. Hast du immer noch keinen Penis gefunden, den ich haben will? Du Schrott, der Idiot. Fahr halt nicht weg, du kleine Kach. Keiner will dich hier haben. Hör auf damit, was soll das? Hallo, mach mal was, er überfährt die Leute ganz schnell. Was soll das? Mach deine Musik mal bitte leiser. Sag mal, was geht denn euer Kopf gerade ab? Ja, was mit denn? Er hat mein Auto geschrollt, er hat versucht mich zu überfahren. Die VDM uns hier die ganze Zeit. Ihr sagt euch jetzt hier. Das ist so eine Kacke, Mann. Ich bin neu eingereicht, mein Cousin hat mich noch nie gerufen an sowas. Nein, wenn ich mal irgendwas so gepittet sehe oder Musik. Die VDM, gibt dir mal eine Pause für den Tag. Ja, gib dir mal eine Pause. Verstanden? Gib dir mal Pause, bitte, Mann. Der VDM ganze Zeit. Erstmal die Stimmen. Mann, du seist leise, Mann. Mit dir redet keiner so hässliche. Ihr trefft euch alle hier. Wenn ich noch irgendetwas höre, bekommt ihr eine Pause. Habt ihr mit alles verstanden? Bro, der hat mich ganz überfahren. Gib dir mal jetzt eine Pause. Ist mir egal. Kannst du dir mal sagen, der soll mich aufhören wegzuschleppen, Samu, hier hinter mir da? Samu, ich hab eine Waffe für dich, Bruder. Ey, Samu, wenn du das bist, ich hab eine Waffe für dich, ne? Was willst du denn hier? Suchst du wieder Kock oder was? Was willst du hier? Geh mal weg. Mit mir, der hat schon Waffe. Keiner will mit dir was zu tun haben. Na, auf der Suche endlich nach einem Kock? Ich hoffe, du wirst endlich mal fündig. Du wurdest ja ewig nicht besorgt. Ich hoffe, du wirst endlich fündig. Mann, Junge, geh zurück in deinen Kindergarten. Gerade auf so Windel geschissen und so eine Sprüche reißen. Du hässliche Schabracke, du. Bei Admin eben abheulen, wa? Du hässliche, du. Ist der das mit dieser Scream-Maske? Ist der das? Wer soll was? Was laberst du seit 10 Jahren von einem Samu? Was willst du von mir? Nee, Bruder, ist der das oder nicht jetzt, ja? Ja, Bruder, wenn du das bist, dann kann ich dir geben, bist du das? Was willst du von mir? Was für Samu, Alter? Lass mich in Ruhe. Du willst nach oben, Kollege, ich komm. Warum das denn? Ich hab das nicht gemacht. Ja, weil du Autos los. Was redest du, Alter? Ich hab gerade der VDM, was redest du und? Gut, das ist von meinem Kollegen. Also, guck, dieses weiße Auto dahinter uns, der will eigentlich Waffe geben, aber er ist irgendwie zu blöd, der will, dass du in sein Auto einsteigst. Also sind wir kaputt, ja. Ja, ach, das ist einfach, Walter. Ja, geh mal in Auto. Was komm, ist? Steig ein, Bruder. Steig ein, Bruder. Ach, vergiss, die kommen noch, die gehen. Die wollen Waffe geben. Ja, Bruder, dann gib doch Waffe, wenn du Waffe geben willst. Ja, tamam, dann steig mal ein, Bruder. Was für Einstein? Gib mir die Leute einfach, was ist das Problem?
Bruder, sind wir in YouTube drinne? Was für YouTube? La Bruder, ich kenn deine Stimme. Alter, das bin ich nicht, Alter. Bro, das ist der Bruder, man merkt das. Bro, ich guck dich jeden Tag, Bruder, deine Stimme so gleich. Ach, was redest du, Alter? Ich hab keine Ahnung, was die von mir wollen, ja. Mach mal dein Handy, Bruder. Ich? Ja, okay, sofort. Warum, was machst du? Ich geb dir alles, was du willst, aber bitte schieß nicht. Was soll das, Bruder? Was hab ich denn gemacht? Ich bin nicht gemacht. Wo klopfst du Autos? Ja, guck mal. Mann, das lag einfach, es tut mir leid. Ich geb dir alles, was du möchtest, aber bitte schießen. Ey, Bravos, oder was auch immer, kannst du bitte weiterfahren, Bruder? Ich tu alles, was du möchtest, aber nicht schießen, bitte. Ey, fessel dir mal, Giorno. Ja, komm und fessel mich doch selber, Bro. Ja, Bruder, nein, Giorno, komm, check mal aus. Oh, Bruder, fessel mich doch einfach. Hallo, ey. Alter, nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen. Das war wohl nix, das Schen mit X-Chen war wohl nix-Chen. Da küsst du mal ganz dezent den Wortschein mal besser. Haha, Opfer! Opa! Was für den? Oder gib mal Waffe jetzt, ja? Ja, ich geb dir, ich will dir Waffe geben, aber machst du Video. Was für ein Video, Mann? Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm, Mann, ich mach. Komm neben mir, ich geb dir. Ja, Bruder, aber ich will dir selber halt ein bisschen, ja. Hallo, aber egal, geil, Alter. Oder gibst du jetzt oder gibst du nicht? Ja, Tom, ich geb dir was. Okay, wir dienen mir. Alter, gib jetzt. Du hast keine Waffe, Bruder! Okay, ich guck, egal, dann haben wir beide keine Waffe, aber egal. Ey, Bruder, beantworte mal jetzt Frage, drehst du Video? Ja! Tamam, krass. Das. Oh Gott, Alter, was für ein Geier. 10 Jahre, bis die Waffe geben. So, Alter, willst du eine Waffe brauchen in 10 Jahren für eine vercrackte Waffe? Ey, krass, Homie, noch Homie, 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 sofort aussteigen, Auto her! Sofort aussteigen, Auto her! Das ist, auch, ja, das ist zu Schrott, das ist auch zu fall. Auto ist schon kaputt. Ja, warum machst du das Auto kaputt, Donald? Hm, was soll das? Warum gehen diese Autos so schnell kaputt hier? Ich glaube nicht mein Auto dort. Alter, die kleben ja sogar offline an meinen Eiern, dann will ich ja gar nicht wissen, wie die online werden. Wir dürfen nicht in deine Nähe. Wir dürfen nicht in deine Nähe, Bruder. Die bannen ihn weg. Ich hab Wack ist immer noch hier irgendwo. Oh Gott, ist sie immer noch da? Nein, oder? Oh Gott, du Hässige, bist ja immer noch hier. Du Hässige, bist ja immer noch hier. Hast du immer noch keinen Cock gefunden? Wie lange suchst du denn schon nach einem Cock? Immer noch nicht finish geworden? Ja, möchte gern Rambo. Du Kacke, du Arme, Alter. Keiner will dich. Samu, ein Platz frei, willst du einsteigen? Verpiss dich. Oder wenn ihr mir jetzt weiter hinterherfahren, dann knall ich dir ab, Bruder. Das reicht. Du hast Stimmverzerrer, die erkennen dich trotzdem. Was ist das? Ich weiß, was wir machen könnten. Ohne dass die merken, dass ich überhaupt V-Dämme. Oh Gott, Alter, wie gut das funktioniert hat. Warte mal. Hier, Samuel Jackson ist auch hier, den kannst du auch mal weghauen. Was redest du? Wer ist hier Samuel Jackson? Man hört's auch an der Stimme, was los mit dir? Da springt auch ein Stimmverzerrer an. Alter, was redest du denn, yo? Ja, lass dir mal in Ruhe, Alter. Mein Gott. Jungs, lass dir mal in Ruhe im Bett, Digga, Alter. Sei kein Fanboy, komm jetzt. Spaß, ja, Jalla, was für Samuel? Berlin City ist Scheiße. Ab mir, du kleiner du. Hinterher. Berlin City ist Kacke! Gott, Alter, ist hier so ein Dreck! Ach so. Du kleine Sch. Da liegst du gut, du Sch. Du! Du kleine Dorfmatratze! Und gefällt dir das? Oh, es gefällt dir, wa? Oh, keine Sorge, ich hab genug für dich. Lass es dir schmecken. Oh yeah! Das gefällt dir, wa? Gefällt dir das? Oh, du nimmst den Mund aber ganz schön voll! Du nimmst den Mund ganz schön voll! Schnuckelmaus. Was ist denn noch, Bro? Ich bin gerade beschäftigt, siehst du doch. Was hat die Olle denn gemacht? Keine Ahnung, die war mir zu gefangen. Das ist ein sehr guter Grund. Die meisten können hier leider halt kein RP, weißt du? Ach, hier sind sowieso alle gefangen. Schnuckelmaus, sag mir Bescheid, wenn du genug hast, ja? Ich hab extra 5 Liter Fanta getrunken für dich. Ich hab noch ein bisschen. Deine Stimme kommt mir irgendwie voll bekannt vor. Kann das sein? Nein. Doch, man, irgendwie schon. Ja, aber auch, ich hab schon Ruhe. Was ist denn mit dir los, Alter? Zuckerschnecke! Ich hab dir noch was zu sagen. Hör mal genau zu. Das wird gerade aufgenommen. Weil du bist sogar auf YouTube. Du kannst es dir immer wieder anschauen, wie ich dich angepinkelt habe. Du gefangenes Stück Sch. Geh in dein realen Leben zurück. Das ist nicht gut, was du hier machst. Du bist so gefangen. Du bist gefangen. Guck dir das Video an. Jeden Tag, bis du aus der Gefangenschaft endlich befreit bist, ja? Gebannt. Ich wollte einfach nur RP machen. Ich war gestern im Würfelpark so. Mhm. Und da war echt komplettes Chaos. Jeder durcheinander. 5 Autos überall. Bam, bam, bam. Einer da war am V-Dämmen. Permanent. Mhm. Ich glaube 10 Leute haben sich beschwert. Alle haben Tickets gespammt. Und Admin kam und hat einfach gesagt, hör auf mit dem V-Dämmen. Bruder, das waren die größten Troller. So, weißt du, wie ich meine? Das waren jetzt nicht normale Spiele. Das war, glaube ich, Bruder,
sag mir schnell dein Anliegen, weil ich muss so weiter supporten. Es warten gerade 3 Leute in der Weiterleitung und die wollen was von mir. Der hat für Massen-VDM, für Troller, hat er gesagt, dass er den gleich bannen wird. Gleich, also wenn er weitermacht. Aber wenn er aufhört, dann bannt er nicht. Also, Bro, weißt, ich sag dir hier sowas und du kommst mit anderen Support. Du kannst mir so, also das ist nicht ernst. Bro, das Ding ist, wir wollen halt so wenige Spieler bannen wie möglich. Ach so, weswegen? Also, wegen Spielerzahl oder wie? Nein, nicht deswegen. Sondern? Wir wollen den Leuten beibringen, die hier trollen, beibringen, dass wir hier wirklich richtiges RP wollen. Ach so, das ist aber auch gut, ne? Ihr wollt Troller zu RP-Leute verwandeln? Sowas, oder wie? Sozusagen, ja. Ah, das ist eigentlich eine gute Taktik, findest du nicht? Also, dass ihr die Troller quasi zu versuchten RP-Leute, deswegen bandet ihr den nicht? Ja. Ah, das hört sich sehr interessant an. Okay, ich mach mal ein Schwimmfeld raus, ja? Danach kannst du weitermachen mit den anderen. Ja. So, mein Bester. Besser? Ja. Passt das jetzt? Ja, jetzt passt das. Okay. So, warte, wie ist es damit? Moment, ich zeig dir noch was. Was geht, mein Schnuckelhase? Wie geht's dir? Ey, du hast mir so Angst gemacht, ne? Ach, wie geht's? Also, so ist das, Alter. Troller nicht bannen, ne? Die kleine Schläge, ne? Alter, for real, jetzt, doch nicht ernst, Bruder. Was ist das für eine Antwort, Mann? Bruder, ich hatte gerade for real Angst, dass du mich hackst oder so. Ich hab dich eben gefragt, warum ihr nicht Troller wart. Du sagst mir, ihr wollt Troller zu RP-Leute verwandeln und wann ihr deswegen nicht. Ist das denn ernst? Geht doch um solche Aussagen rauszukitzeln, wenn ich anonym unterwegs verstehe. Das hättest du mir niemals gesagt, wenn ich mit meiner richtigen Idee gekommen wäre. Aber man muss schon sagen, Berlin City ist ein absoluter, Bruder, boah, was ist das für ein RP-Niveau, ja, hier kannst du mir auch nicht die Schuld geben. Ich habe gestern Offstream draufgezockt, eine Stunde, zwei Stunden, eine absolute Katastrophe, Alter. Ich habe so ein schlechtes Niveau echt lange nicht gesehen, ne? Komplett trollig einfach. Ey, man hört dich, man kommt auf YouTube, bist du damit einverstanden? Ja, easy. Was geht's da, euch altes Haus? Kann man dir helfen? Ja. Warum bat der Troller nicht weg? Warum sagt dein Supporter, dass Troller nicht weggebannt wird wegen Spielerzahl? Kannst du das so sagen? So läuft also intern alles bei dir ab, Savasch. Bin ich mal offline gekommen, habe ich direkt die ganze Information von deinem Supporter bekommen. So machst du also das Ganze. Du hast also deine ganzen Spieler. Was hast du eben gesagt? Dass wir keine Troller bannen. Doch, ich habe gesagt, dass wir Troller bannen, aber wir wollen so machen, dass wir die Troller halt RP beibringen. Ist das so, Savasch? Ja, was ist denn daran schlimm? Also nicht bannen, lieber darauf hoffen, dass die Troller aufhört. Jetzt wissen wir ja auch, warum Berlin City so viele Spieler hat, ne? Wegen den ganzen Troller. Ja, genau. Savasch, warum bist du so sauer? Hä? Du hast Langeweile wieder, ne? Was? Ja, natürlich habe ich Langeweile. Ich komme ja privat extra. Ich komme ja extra privat, weil online zeigst du ja nicht die ganzen Sachen. Wenn ich onstream bin, dann bist du ja korrekt wie ein Köter. Aber ich hab eine Frage an dich. Ja, schieß mal los. Ich würde mal gerne wissen, was habe ich getan oder was ist deine Intention, dass du seit 2 Jahren in jedem dritten Video meinen Namen in den Mund nimmst? Habe ich irgendwas getan oder habe ich dich beleidigt? Ich bin in der 5M-Szene und du bist einer der geldgeilsten Projektleiter, deswegen bist du automatisch immer in meinem Wortschatz. Ist ja logisch, oder? Warum? Für dich ist jeder geldgeil. Alter, du hattest so Exodus V. Was ist denn aus Exodus V passiert, Savasch? Was ist denn mit den ganzen Leuten passiert, die 1000 von Euro ausgegeben haben? Was ist denn aus dem selber passiert? Warum hast du das selber dich gemacht? Wo sind denn die ganzen Gelder? Hast du wieder für Upvotes bezahlt? Savasch, jetzt komm auf YouTube, bist du damit einverstanden? Du checkst es nicht, ne? Bist du damit einverstanden? Ja, natürlich. Ja. Ich hab eine Frage an dich. Ja, schieß mal los. Für dich ist jeder Geld geil, ja? Nein, für mich ist nicht jeder Geld geil. Oh. Du bist Geld geil. Selbst dein Freund Gali hat das behauptet, dass du deswegen Geld machst. Ja. Du machst ein Projekt auf, du investierst in dieses Projekt Geld rein, ja? Du investierst in etwas. Du investierst Geld und du investierst Zeit. Ja. Und irgendwie musst du ja dein Geld auch wieder rausholen, oder? Aber hier geht's ja gar nicht um rausholen. Ich weiß nichts von deinen Einnahmen oder was Twitchler oder YouTuber verdienen, aber ich habe eine Frage an dich. Würdest du deinen Twitch oder deinen YouTube machen, wenn du nicht 1 Cent verdienen würdest? Alter, Savasch. Ja oder nein? Dass du das zu mir sagst, zeigt schon, dass du abschauen bist, Alter. Ja oder nein? Wenn ich wollen würde, könnte ich mit meiner Größe im Monat 30.000 Euro verdienen. Wenn ich wollen würde. In meiner Größe. Also ich habe noch nie eine Produktplatzierung angenommen. Ich habe noch nie Werbung gemacht. Aber ich wollte es doch gar nicht wissen, ob du eine Produktplatzierung hast. Alter, ich verdiene bei Twitch nicht mal über 1000. In meiner Größe. Ja, es gibt keiner in meiner Größe, der so wenig verdient. Also was erzählst du mir? Es ist doch alles schön und gut. Was erzählst du mir, Savasch, mit deinen Upvotes, mit deinen Donation Ranks für 2000 Euro, die du hattest? Hä? Du kannst nicht ausreden lassen. Ich brauche dich nicht ausreden zu lassen, Savasch. Du bist einfach ein geldgeiler Projektleiter. Akzeptier das einfach. Selbst Garlic, dein Freund, hat behauptet, dass du es nur wegen Geld machst, dass du damit dein Geld verdienen möchtest. Das zeigt mir nur, dass du nicht Geld genommen hast. Komm, sag mir, schwör mir, dass du 5M nicht machst mit dem Willen, dass du Geld verdienen willst. Nochmal für dich privat. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was denn? Natürlich würde ich es machen, Alter. Ich habe Twitch auch gemacht, als ich damit kein. Also ich verdiene mit Twitch gar nichts was.
Also was redest du? Dann hab ich noch eine Frage. Ich habe keine Donations an, Alter. Ich banne gefühlt jeden Subscriber weg. Ich bedanke mich für gar nichts, nix, dass Leute Subscriber, Alter. Es gibt keinen, der in meiner Größe... Ich habe 300 Subs auf Twitch. In meiner Größe. Alter, Leute mit 100 Zuschauer haben schon 1000 Subscriber. Also was erzählst du mir? So schön, ist so gut. Ja, dann komm, sag. Jetzt kommst du um 2:30 nachts hier hin, weil dir langweilig ist, weil du Content brauchst und willst die Videos drehen. Nee, ich hab mir den Content schon gestern aufgenommen. Oder was brauchst du irgendwas? Ich hab Content schon gestern aufgenommen, aber gestern hatte ich keine Zeit für euch Support und Okay, und warum bist du jetzt hier? Ich wollte Antworten haben und ich hab meine Antworten sowieso schon bekommen, ne? Toller, wenn also anscheinend bei Valency nicht gebannt. Gut zu wissen. Und wenn du deine Antworten hast, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ja? Natürlich, du abgehobene Leberwurst. Dann hau rein, ja? Savas, viel Spaß bei Geldzählen. Und Seele verkaufen, Savas, ne? Das gefällt dir, wa? Für Geld deine Arsch zu verkaufen. Savas, gefällt dir das? Gefällt dir das, für Geld deine Arsch zu verkaufen? Ja, da will ich mich auch bannen.